Herr Spaniel das Wort. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Ja, Herr Schreiner, Sie haben ja gerade eben direkt angesprochen, dass wir keine Konzepte hätten zum Thema Euro 7. Das kann ich Ihnen sagen, das ist ganz einfach. Wir brauchen zu Euro 7 kein Konzept, weil wir brauchen diese ganze Euro 7-Abgasnorm nicht. Ja, das ist doch völlig klar. Ich habe Ihnen ja eben dargelegt, das ist eine völlig überflüssige Verschärfung, die keine Umweltvorteile bringt. Ich will Ihnen aber noch was anderes sagen. Sie haben natürlich hier das ganze Plenum eben getäuscht und auch vor dem Bildschirm. Sehr wohl haben wir Konzepte vorgestellt zur Reduktion von CO2-Emissionen im Straßenverkehr. Unser Konzept war an dieser Stelle, dass wir hier die verbrennungsmotorische Anerkennung von oder die Anerkennung von Verbrennungsmotoren mit synthetischen Kraftstoffen machen. Und darüber kann man einen sehr großen Effekt der CO2-Reduktion erzielen. Aber dass Sie die Tatsache von CO2, und das haben Sie eben gemacht, dass Sie die Tatsache von CO2-Emissionen in Verbindung mit Euro 7 erwähnen, das zeigt Ihre komplette Ahnungslosigkeit. In der ganzen Euro 7-Norm geht es überhaupt gar nicht um CO2. Und das sollten Sie eigentlich wissen. Und weil Sie das offensichtlich nicht wissen, disqualifiziert Sie das völlig für Ihr Amt hier im verkehrspolitischen Bereich. Vielen Dank. Möchten Sie erwidern? Dann haben Sie dazu das Wort.